Willkommen zurück, mein Lieben, bei Elden Ring. Wir sind auf dem Mausoleumsgelände und schauen uns hier noch ein bisschen um. Ich habe vor, auch den fiesen Knilch irgendwann mal noch anzugehen. Ich weiß noch nicht, ob wir das in dieser Episode oder in der nächsten machen. Da kommt man auch nochmal runter. Ich denke, das waren jetzt alle Mausoleen, die es hier gibt. Okay, man kommt hier tatsächlich mit dem Pfad runter. Schauen wir mal. Rhea Lucaria. Was ist das hier? Eine alte Fingerleserin. Okay, das ist... Das ist auch versiegelt. Offensichtlich. Ich denke mal, Rhea Lucaria ist das nächste Haupt. Oh ne, da unten ist nochmal Mausoleum. Ha. Huh. Wir haben nicht alle erwischt. Wölfe. Loot ist keiner da. Das heißt, wir müssen jetzt nicht unbedingt kämpfen. Das Mausoleum holen wir uns dann natürlich auch noch. Alles zu seiner Zeit. Was ist hier unten? Sieht man von hier aus nicht. Ist zu weit. Kristallknospe. Braucht man eigentlich alles nicht, ne? Man nimmt es einfach mit, weil man es kann. Primär. Hier wird es wieder ein bisschen dunkler. Und da hinten ist... Ist das das hier? Keine Ahnung. Ich bin verwirrt. Viele Gebäude auf Hügeln. Wo wir augenscheinlich dann nicht so einfach hinkommen. Eher wenig Höhlen. Was mich dazu führt zu denken, dass ich wahrscheinlich irgendwo was übersehen habe. Aber ja. Also das hier war ein bisschen eine Sackgasse. Lass uns nochmal hier hinreisen. Und dann gucken wir mal, ob wir den Typen da platt kriegen. Ohne, dass wir den Bären pullen. Im Idealfall. Jetzt muss ich schauen, wie ich hier wieder runterkomme. Oh, da ist nochmal Loot. Rasender Flammenstein, das ist Neues. Ist das irgendwie hier was? Nee. Das hier. Verbraucht FP, heilt kontinuierlich Chaosjünger. Eine mit einer Anrufung der zwei Finger gesegneten Fragment einer Ruine. Herstellbares Objekt, Verbraucht FP, um Wärme zu erzeugen und kontinuierlich die LP all jene wiederherzustellen, in denen die rasende Flamme brennt. Treibt jene in den Wahnsinn, die die Flamme nicht in sich aufgenommen haben. Wechselt dieses Objekt also nicht mit seiner milderen Variante. Ha. Die rasende Flamme? Ist das... Haben wir hier was, das rasende Flamme ist wahrscheinlich dann eher... Ist das hier eine rasende Flamme? Nee, Siegel der Drachenkommunion. Vielleicht gibt's... Hier irgendwann mal eine rasende Flamme, aber momentan wohl eher nicht. Genau. Und jetzt gehen wir hier hinten... Wieder lang. Ich hoffe, da gibt es einen Fall von Marika. Oder wir besiegen das Ding einfach im ersten Try. Das geht natürlich auch. Beide Varianten. Ach, damn it, ich habe den blöden Bären wieder gepult.
Na komm. Renn, Sturmwind. Ich bleib hier so ein bisschen hinter den Ecken. Weil er hat so einen fiesen Ranged-Angriff. Ich weiß nicht, warum dass er den hat, aber den hat er jetzt halt mal. Es ist, wie es ist. So. Freundchen. Was ist mit dir? Wer bist du? Okay. Also ich glaube, das mit First Try, das vergessen wir lieber mal. Oh, die Range. Fall von Marika, bitte. Fall von Marika, bitte. Nee, damn it. Ach, okay, dann müssen wir da wieder hinrennen. Das ist die Frage, was ist der schnellste Weg dahin? Gibt es vielleicht eine Abkürzung? Versuchen wir hier lang zu rennen. Wobei, da sind wir runtergesprungen. Müsste da irgendwie hoch. Aber ist nicht. Heißt die Gnade. Ich glaube, wir müssen... Der Weg, den wir eingeschlagen haben, ist wahrscheinlich schon der schnellste. Okay, gut. Bären will ich nicht pullen. Weiß nicht, ob wir schon dran vorbei sind. Ne, da ist er. Okay. Vielleicht sieht er uns nicht. Ja, der Ritter scheint ein bisschen fies zu sein, ne? Der hat so auch einen Teleport-Move. Von oben kommt man natürlich runter. Aber es gibt keinen Weg hoch. Und ich, da oben ist bestimmt eine Gnade. Wobei runterzuspringen ist das wahrscheinlich auch assi. Weiß nicht, ob es das besser machen würde. Einfach Neues. Hält nicht super viel aus. Das Gefährlichste sind diese Charge-Angriffe. Sonst geht's eigentlich. Die blöde Libelle geht mir auch auf den Sack. Okay, oh, seht ihr genau, das ist das Problem bei der Libelle. Dann greift die fies an. Heilen wir uns mal. Mann! Okay, die Range ist teilweise nicht die größte. Autsch. Okay. Ich weiß nicht, ob er sich auch heilen kann. Okay, das war schlecht. Heilen wir es nochmal. Zweimal erwischt. Okay. Heilung.
Meine Güte. Er hat nichts mehr. Ah. Respawnt der Penner? Würde mich jetzt auch nicht überraschen. Du Mistvieh. Ah. Verschwinde. Hochstraße von Bellum. Also der hat tatsächlich was beschützt. Katakomben der schwarzen Klinge. Das Auge der Bestie zittert. Okay, hier ist wieder so eine Wurzel. Hochstraße von Bellum. Das war aber was anderes. Das hier können wir wieder wegnehmen, ne? Alle Markierungen entfernen. Nein, nur das Ding da. Wie kann ich das... Markierung... Ah, entfernen. Okay. Gut. Ja, irgendwie müssen wir da zu den Seiten noch hochkommen, aber... Und das hier ist ein kleinerer Erdenbaum. Das sieht auch so aus, wie als wäre da ein bisschen was befestigt worden. Ich weiß nicht, wollen wir reingehen? Wenn wir schon mal hier sind, können wir uns das ja mal anschauen. Jetzt kann ich nicht mehr dual wielden. Man muss zwei Waffen des gleichen Typs haben. Okay, die Skelette hier halten ein bisschen mehr aus. Lass mich raten, du stehst wieder auf. Ach komm schon. Muss nicht sein. So, da ist die Tür. Da geht's zum Boss. Müssen wir aber erstmal... den Schalter finden. Oh. Hey. Ich hab den doch getötet. Anscheinend nicht. Okay, der steht wieder auf. Was? Oh, warte mal. Lass mich raten. Der da hinten ist dafür verantwortlich. Was ist das? Aha, okay. Und dann gehen sie automatisch down. Da bräuchte man einen Steinschwertschlüssel. Ich weiß nicht, ob es sich lohnt, aber das weiß man halt nie. Okay, ich meine, wir haben einige. Ich mache das jetzt einfach mal auf. Wahrscheinlich lohnt es sich nicht, aber... Rosus-Axt, ja, lohnt sich nicht. Aber das weiß man halt vornehinein nie so. Richtig. Okay, den haben wir. Wahrscheinlich eine gute Stärkewaffe. Aber ich will eigentlich die Schlüssel primär für die Orte, wo wir irgendwie was Content gibt. Ich denke mal, ich werde jetzt ein bisschen konservativer mit denen umgehen. Wo ist es mit der Axt? Hat noch Magieschaden mit drauf. Ein Ritualaxt mit dem Bild von Rosus, dem Hirten des Todes, der in der gesamten Zwischenwelt Toten den Weg in den unterirdischen Grüften weist. Früher kamen die Toten oft vom Weg ab und brauchten dringend eine führende Hand. Oh. Sensfestung lässt grüßen. Habe ich mir schon was gedacht, dass Trockenleber. Oh.
Warte mal. Oh, der ist da oben. Hey. What? Der hat mich gewone-shottet, die Sau? Boah, gibt's doch nicht. Der ist da irgendwie ein bisschen dumm wieder auferstanden. Gehen wir wieder runter. Ich schau mal, ob der Necro auch auferstanden ist. Ich denk mal ja. Ah, da ist er. Oh, machen wir dich zuerst weg. So. Okay, da ist noch irgendwo ein Necro. Das heißt, wir rennen an dir vorbei. Au. Runter hier. Wo ist der Necro? Weil der hier wieder auch wieder aufstehen, oder? Nee, tut er nicht. Sehr interessant. Aber die hier oben schon. Warum das? Ah, vielleicht ist er weiter oben. Das wäre gut möglich. Oh. Ist das was? Ein kleines Rotzvieh. Das ist ein... auf den ersten Blick ein bisschen größeres Dungeon. Gräbertau-Lilien. Vielleicht ist es ein Shortcut da? Ich weiß es nicht. Oh. Autsch. Lass das. Fiese blöde Krabbe. Ein weiterer Runenbogen. Ah, oh, da ist noch so ein Vieh. Aber man sieht einen Scheiß. Ich halte mich mal zur Sicherheit. Oh, er hat mich gegrabt. Einmal eine Heilung. Und weg ist er. Komm, Eier. Okay, wo geht's weiter? Vielleicht gibt es wieder irgendwo scheinbare Wand. Hier nicht. Ha. Dann muss es hier irgendwie weitergehen. Sieht man da was? Nicht wirklich. Ich mag euch nicht. Ich hätte es gedacht, mehr Krabbeneier, aber nein. Sind alle tot? Ich glaube ja. Wie kommen wir hier weiter?
Habe ich in dem Raum weiter oben was übersehen? Triff mal bitte. Tja, das ist sehr mysteriös. Wir sehen keinen offensichtlichen Weg weiter. Da oben ist auf jeden Fall einer. Au! Oh, shoot! Kein Negro da. Es muss hier unten irgendwo weitergehen. Oben gab es keine Leiter, wenn ich das richtig gesehen habe. Ha. Tja. Was übersehen wir hier? Es muss irgendwo... Also, es geht fast nicht anders, dass es eine scheinbare Wand irgendwo geben muss. Ich würde tippen... in Richtung Südwesten. Ja, hier kommt man so auch nicht rein. Da sieht man... Man sieht halt auch nichts. Ich mag unser Outfit sehr. Das ist, passt, glaube ich, auch zu dem Spielstil als Meuchler, den ich ganz gerne spiele. Ah, verflucht, verflucht, verflucht. Wir können nochmal probieren, die Skelette zu töten, aber... Ich glaube nicht, dass das von Erfolg gekrönt sein wird. Gegengift, dringende Heilung. Oh. Naja, egal. Wir sind wieder voll. Ah. Müsst ihr jetzt hier Feuer haben? Au. Diddy, der steht wieder auf. Vielleicht kann ich auf dem Ding nach... Au! Nach oben. Wie das Skelett. Das wäre unter Umständen möglich, die wir ausprobieren könnten. Ja, das funktioniert tatsächlich. Mehr oder weniger. Da oben ist auch der Necro. Wow, okay, ich hätte nicht gedacht, dass das tatsächlich klappt. Aber gut. Ich weiß nicht, ob wir dadurch weiterkommen. Aber... Das scheint tatsächlich einigermaßen zu funktionieren. So, dann rennen wir hier vorbei. Direkt auf den Necro. Hier um die Ecke. Hier fantastisch. Okay. Okay, die sind alle platt. Genauso wie die hier unten, ne? Sehr gut. Ich hätte nicht gedacht, dass das tatsächlich Rätselslösung ist. Also mehr von euch. Kriege ich euch? Nein. Aha. Okay.
wissen wir auch schon den Grund für das Problem. Die Dinger mag ich auch nicht so wirklich. Die hat man schon ein paar Mal als Boss. Würde mich nicht wundern, wenn einer von denen zum Leben erweckt. Au. War so langsam. Stehst du wieder auf? Nein, du nicht. Das heißt, kein Neko in der Nähe. So, ist hier irgendwo der Schalter? Das war relativ einfach. Nee. Ach komm schon. Ach, meine Güte. Ach. Ich habe keine Ahnung, wo wir da landen. Hier ist ein Boss. Okay, dann gehe ich erstmal nach unten. Ich dachte eigentlich, wir müssen die Tür öffnen. Ist das falsch gedacht? Ich meine, das kann schon nicht so schlimm sein, oder? Da ist der Schalter. Vielleicht gibt es ja auch zwei Bosse. Irgendwo hat sich eine schwere Tür geöffnet. Okay, ich denke mal, hier ist... Ich weiß, wo wir sind. Dürfte auch kein Neko in der Nähe sein. Da mach mir bitte das Ding mal auf. Gräbertal-Lilie 3. In Ordnung. Dann würde ich sagen, machen wir einen Cut. Ich weiß, wo wir sind. Ich gehe danach erstmal... Ach, damn it. Really? Okay, wir machen Cut. Ich hole mir die Runen zurück. Und dann sehen wir uns in der nächsten Episode wieder. Ich würde tippen, dass wir hier zwei Bosse haben. Aber das werden wir dann in der nächsten Episode sehen. Würde mich freuen, wenn ihr dann auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Macht's gut. Euer Northgate.